Die Menschheit erlebte in ihrer Geschichte zwei Revolutionen in der eigenen Entwicklung. Zum einen die Entstehung der Landwirtschaft in der Jungsteinzeit und schließlich während der industriellen Revolution die Gewinnung fossiler Brennstoffe. Noch heute basiert unser Wohlstand auf diesen begrenzten Ressourcen. Die Möglichkeit weiteren Wachstums ist so nicht gegeben. Die einzige Chance ist, dass alle Menschen ihre Beziehung zu Natur und Umwelt noch einmal entscheidend verändern. Oh. Okay, ich fange an. Bin ich natürlich? Nein, du bist vollkommen künstlich. Weltweit geht ein Drittel unserer Nahrung verloren oder wird verschwendet. Die 1 Milliarde Menschen, welche zurzeit Hunger leiden, bräuchten davon nur einen winzigen Anteil, um zu überleben. Das bedeutet, die Nahrungskrise wird durch mangelnden Zugang verursacht, nicht durch Nahrungsmangel. Okay, bin ich hier im Raum? Ja. Bin ich hier drin? Nein. Ja. Rohöl betrifft fast jeden Bereich unseres Lebens. Es steckt in Plastik, Kleidung, Zahnpasta und vielem mehr. Das Vorkommen ist, ebenso wie bei Kohle, Wasser, Ackerland oder Holz, stark begrenzt. Das Nachwachsen dieser natürlichen Ressourcen dauert wesentlich länger, als wir Menschen benötigen, um sie zu verbrauchen. Bin ich berühmt? Oh ja, das ist nicht das Problem bei dir. Bin ich ein lösbares? Ein lösbares Problem? Das Dumme ist, das Problem zu lösen ist wahnsinnig viel Arbeit. Aber das Gute ist, es ist tatsächlich nicht zu spät, noch nicht. Energieerzeugung, Energieverbrauch und die intensive Landwirtschaft sind Hauptursachen des Treibhauseffekts. Enorme Einschnitte sind hier nötig, um nur die schlimmsten Folgen zu verhindern. Wenn nicht, werden zuerst die ärmeren Länder im Süden den Klimawandel spüren. Ich glaube, ich bin der Klimawandel? Ja! Ich bin jetzt dran. Bin ich groß? Ja. Viel zu groß. Und kann ich kleiner werden? Du kannst schon, mit dem nötigen Willen. Bin ich verbunden mit ihm? Oh ja, total. Bin ich Fleischkonsum? Nein. Obwohl Fleisch nicht viele Kalorien liefert, verbraucht die Herstellung dafür umso mehr. Über ein Drittel der weltweiten Getreideproduktion landet in den Mägen von Nutztieren. In gewissem Sinne ist Fleischproduktion somit der größte Nahrungsmittelverbraucher. Nun bin ich wieder dran. Tue ich viele Menschen Schaden? Oh ja, tust du. Ich vermehre die Sorgen bei armen Vögeln unten im Süden? Tust du. Die Hungersnot? Oder die Nahrungskrise? Das ist korrekt. Als Folge von Klimawandel, hoher Fleischproduktion, sinkenden Rohölvorkommen und Finanzspekulationen wird die Zahl der hungernden Menschen weltweit deutlich weiter steigen. Bin ich die geschmeidige schwarze Rohstoffressource, die überall jeden von uns so antreibt? Ja. Ich glaube, ich bin das hochmächtige Erdöl dann. Ja. Was ist mit mir? Würdest du sagen, ich bin außer Kontrolle? Die meisten von uns glauben das. Ich denke, ich weiß. Bin ich die Spekulation mit agrarwirtschaftlichen Gütern? Wir suchen den allgemeineren Begriff. Aber okay. Die meisten der finanziellen Transaktionen im weltweiten Handel haben spekulativen Charakter. Während wenige dadurch viel für sich gewinnen, lösen Kettenreaktionen überall große Schäden aus. Besonders der Handel mit Grundnahrungsmitteln verursacht enorme Preisschübe, vor allem in den ärmsten Ländern im Süden. Los geht's, nächste Runde. Okay, warum nicht? Na los. Ha ha ha.
Hey, wir hatten alle dieselbe Idee. Lass mich raten. Ich bin eine weltweite Bewegung, die sagt, dass Nahrung nur noch als Nahrung benutzt werden darf. Warte, bin ich ein aktiver Schritt in eine Zukunft, wo alle Menschen unter sich alles aufteilen an Ressourcen, anstatt den Planeten für sich zu plündern? Bin ich eine soziale Struktur, wo Finanzen rechenschaftspflichtig sind vor der Wirtschaft? Die Wirtschaft vor den Menschen, Menschen wiederum vor der Natur. Und nicht andersrum, wie es heutzutage zu sein scheint. Es geht nicht nur um die faire Verteilung von Nahrungsmitteln, um das Leben der Polarbären oder das Überleben unserer Weltwirtschaft. Nein, alles steht auf dem Spiel. Darum hat jeder von uns Verantwortung zu übernehmen und seinen Beitrag zu leisten, um die große Transformation zu ermöglichen, hin zu einer nachhaltigen globalen Gesellschaft. Nichts kann so bleiben, wie es ist. Werden Sie Botschafter der großen Transformation.